Bevor ich jetzt mit dem Salat weitermache, trinken wir mal unseren obligatorischen Wein zum Wohl. Das ist der gleiche Riesling, den wir zum Kochen benutzt haben. Ruhig mal probieren, was ihr dafür kocht, weil wenn das nämlich schon nicht schmeckt, dann kann es in der Soße auch nicht schmecken. Also immer drauf achten. Weiter geht's. Wir haben hier unsere Gurken. Wir haben extra kleine Gurken genommen, nicht diese Wasserdinger aus Holland, sondern richtig gute Qualität. Die schneide ich jetzt mal noch zurecht. Halbiere ich. Eine seine Bonge, schneide sie in ganz dünne Scheibchen. Nicht zu dünn, dass man was zu beißen hat. Mhm. Auch was wir heute im Gemüse verwenden, haben wir alles in der Domäne Möchtingshausen gekauft, da wo wir auch das Fleisch haben. Den Link dazu werdet ihr auf jeden Fall auf unserer Homepage finden. Und eine Reise dahin lohnt sich. Das ist einfach eine kleine Welt für sich. Also es ist im Prinzip ein großer Bauernhof. Und drumherum siehst du schon, was sich da alles abspielt. Also da stehen Kuhweiden drumherum, Schweine werden gehalten, Gemüseanbauflächen. Und das ist einfach alles biologisch und sinnvoll angebaut. Und einmal da gewesen zu sein, ist einfach ein Erlebnis. Auf jeden Fall. Ich bin immer wieder begeistert und überwältigt auch. Ich schneide jetzt hier mal noch so ein paar Streifen runter, wenn es funktioniert. Die brauchen wir später noch zum Anrichten. Also der Salat an sich wird so aussehen, wie Stoffel eben die Gurken ein bisschen schräg angeschnitten hat. Die Späne, die er jetzt holt, die kommen nachher einfach ein bisschen dekorativ auf den Teller mit drauf. Aber das seht ihr dann gleich. Langt, oder? Ja. Den Rest schneide ich noch schnell dazu. Gelernt. Ich nehme jetzt die Gurken vor. Einfach, das ist Zucker und Salz 1:1 gemischt. Ich werde jetzt einfach Zucker salzen, damit die einfach jetzt in den nächsten 10 Minuten, Viertelstunde Wasser ziehen können. Schön den Gurkensaft quasi. Das Salz und der Zucker sind ein bisschen mikroskopisch Wasser anziehen und ziehen quasi das Wasser aus der Gurke raus. Das sammelt sich dann da unten, weil das brauchen wir gleich fürs Dressing letztendlich. Fürs Dressing vom Salat habe ich hier eine Schüssel Naturjoghurt vorbereitet. Einfach, wir haben es jetzt auch wieder aus der Domäne. Biojoghurt, haben die glaube ich auch selbst hergestellt. Glatt gerührt, zack. Einfach ein bisschen Zitrone dran. Eine halbe Zitrone, gerade mit der Hand ein bisschen ausgepresst. Und Pfeffer. Frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle. Frische Zitrone ist einfach auch schon wieder ein Highlight. Was hier heute an Aromen abgeht, das ist nicht lange. Das ist echt. So, kurz durchmischen. Dazu kommt jetzt der Gurkensaft. Sekunde. Das wollen wir aber mal genau sehen. Schauen wir. Da steckt das Aroma von den Gurken drin. Kurz verrühren. Das wird so geil. Zurückgeben zu den Gurken. Wohl. Ja, großartig. Dann habe ich Chili vorbereitet.
Der kommt noch mit rein. Das ist einfach nochmal ein Faktor für Farbe und Geschmack in dem Ganzen. Ingwer pimpt die ganze Nummer unglaublich. Das menge ich jetzt einfach durch. Was auch wichtig ist, dass ihr das Joghurt-Dressing einfach nur noch mit ein bisschen Pfeffer abschmeckt. Kein Salz oder kein Zucker oder irgendwas mehr dran tun, weil das ist ja schon an der Gurke. Da kann sein, dass man schnell zu viel Salz oder zu viel Zucker hat. Also diese ganze Sache jetzt einfach ein bisschen ruhen lassen und dann nochmal, wenn es ein bisschen durchgezogen hat, einfach abschmecken. Vielleicht fehlt auch ein bisschen Salz oder Zucker, aber an sich dürfte schon genug dran sein. Es ist wichtig, es erstmal stehen lassen, dass es ein bisschen durchzieht, dass die Gurke sich wieder so verwendet. Et voilà. Wenn Olli das Fleisch aufschneidet, richte ich schon mal den Gurkensalat an. Ich habe den eben noch mit frisch gehackten Dill verfeinert und abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Mache ich jetzt auch einen schönen Teller. Rösschen haben. Das Ganze wird jetzt nochmal oberverfeinert mit Leinöl. Mit super Leinöl, weil es einfach saugesund ist. Das ist der Gurkensalat. Seht ihr auch, was die Scheibchen hier sind? Dann legen wir hier mal ein bisschen was von dem kurzgebratenen Schwein an. I'm running in circles, but I'm standing still. I seem to break out, but I find myself in chains. I'm waiting for a sign.